Kann man das unten durch und dann da irgendwie... Ja, hier. Oder so. Also das... Entschuldigung, würde ich vielleicht da ansetzen? Aber hier? Mit, nee, ganz mit dem Ding. Also auch mit dem... erstellt werden und so weiter, ja, aber der Termin, der ist allen, okay, hier anwesend bekannt. 13 Uhr. Das ist überhaupt mal los. Ich habe ein Thema vielleicht nochmal zum Verfahren, wie wir jetzt so formal so kommunizieren untereinander, wie wir uns verständigen. Also ich meine, wie, wenn wir jetzt Arbeitsgruppen bilden, wie kommt das, was in den Arbeitsgruppen ist, so in die Vollversammlung, so dass wir das irgendwie nochmal... Nehme ich mit in den ersten Punkt auf, ja? Das hatten wir vorhin schon besprochen, kurz, dass wir im Prinzip das so machen, dass die Arbeitsgruppen, wenn sie irgendwie ihre Aktivitäten für den einen Tag schon gemacht haben, sich überlegen, was könnten wir am nächsten Tag machen, das dann irgendwo Aufgaben oder aktionsnah quasi besprechen und dann in der ersten Versammlung des Morgens quasi ihre Pläne sozusagen vortragen und die zur Disposition stellen. Man hatte vorhin auch überlegt gehabt, eventuell so eine kleine Ideenbox oder sonst irgendwas vielleicht zu machen, irgendwo hinzustellen, wo dann den ganzen Tag drüber wird, sobald dann irgendjemand eine Idee hat und nicht warten muss bis zur Vollversammlung oder sonst irgendwas, um dann halt auch den ganzen Gesprächsablauf eventuell abzukürzen, was alles. Dass dann halt eventuell diese ganzen Ideen von dem Zettel nur noch vorgelesen brauchen, kürzt das Ganze eventuell ab. Also mein Kollege hier hat gute Ideen am Start. Der hat sich nämlich überlegt, Was, welchem Thema würde das denn? Ja, dass wir halt auf die Medien aufmerksam machen, weil das ist ja wirklich sehr schwer. Wir würden vielleicht, wenn das geht, das sind 1000, also 1,9 Kilometer, wenn wir von hier aus starten und machen eine Menschenkette bis zum Landtag und dann, wenn das gehen würde, durch die Stadt, über die Kö, über die Rheintreppe, da sind so viele Leute. 2000 Menschen. Ja, genau. Knapp 2000 Menschen, das würden wir theoretisch schaffen. Und die finden wir an den Universitäten, am Arbeitsamt, an
öffentlichen Einrichtung an der Tafel. Hallo Zielgruppe. Ja, oder nicht. Oder nicht. Aber da kommt jeder Einzelne muss jeden, den er kennt, darauf hinweisen, dass hier was abgeht. Ja, oder nicht. Und ab 1900 Leute, da Menschenkette, läuft. Und eine Sache, die dem auch noch Ausdruck verleiht, nicht nur, dass wir eine Menschenkette machen, weil die hat da nichts aber zu sagen. Wir sammeln nur Themen im Moment, wir kommen ja darauf zurück. Genau, nur into der Menschenmenge. Wenn wir nachher kommen darauf zurück. Wir sammeln ja nur Themen. Ich will noch eine Sache noch einwerfen. Zu der Menschenkette können wir einen Brief verfassen. Wir können aber das kannst du nur gleich. Wir kommen ja darauf zurück, das ist ja alles Detail. Es geht nur um die Themen. Noch mehr Themen? Brainstorming nochmal ganz kurze Auffrischung vielleicht für die neu eingetroffenen über die Ergebnisse von dem Assemblea heute Mittag, von der Vollversammlung heute Mittag. Arbeitsgruppen und so weiter. Kurze Erläuterung. Vernetzung auch mit den anderen Teilen. Ja, definitiv. Ja. Ganz wichtig. Damit wir direkt im Bilde sind, wenn irgendwas geräumt wird, damit wir nachher sagen können, andere haben sie geräumt, wir bleiben da. Oder die kommt hier hin. Kooperation. Oder die kommt zu denen. Dafür haben wir extra, das ist ein kurzes Brainstorm. Heute Mittag haben wir dann halt schon Arbeitsgruppen und das lauter, alles. Da hängen die Zettel und lauter alles. Hier hingucken. Du hast zu den Zetteln gesprochen. Lauter. Ach so, ich hab's ja. Auf jeden Fall hängen da vorne. Das ist das Gleiche. Da vorne hängen auf jeden Fall schon mal ein paar Zettel mit Arbeitsgruppen und das alles, wo es dann halt Veranstaltungen geht, Vernetzung geht und dies und das und jenes. Und da kann sich dann auf jeden Fall gut hier damit eintragen, das alles. Und dort könnte man dann halt nochmal expliziter dann halt mit diesen Arbeitsgemeinschaftsgruppen entweder heute Abend oder morgen dann anfangen, diese ganzen Ideen umzusetzen und zu gucken, wie ist wo was möglich. Konkret verteilt werden. Ja. Also mal was ganz Allgemeines. Also es gibt hier öfters Leute, die danach fragen, wo man Informationen herbekommt. Vielleicht kann man irgendwie ein Plakat oder sowas machen, wo man irgendwie Internetadressen oder so. Also das mache ich jetzt zu Medienaufmerksamkeit, Medienmenschenkette, In puncto Arbeitsgruppenvorschläge habe ich jetzt noch zwei, die sich halt darum drehen. Okay, das macht er dann in der Arbeitsgruppe. Wir sammeln ja nur Vorschläge. Sammeln nur Themen. Okay, gut. Themen haben wir jetzt nochmal. Arbeitskreise. Ich habe noch eine Sache. Ja. Vor 6-7 Wochen waren ganz viele Spanier an der Rheintreppe. Die haben auf diesem riesengroßen Platz demonstriert. Schon für das, weil das die Spanier hatten. Die haben sie hier schon. Wenn wir die erreichen würden, sind genauso gewählt, wie wir wieder auf die Straße zu gehen. Aber hier oder in Spanien? Nein, hier, hier in Düsseldorf. Das waren relativ große Spanische. Das waren spanische Jugendliche, die haben gegen die Zustände in Spanien demonstriert. Ja, und die würden genau. Das ist auch Vernetzung. Vernetzung, ja. Das haben wir schon angesprochen. Bitte mal Notiz dazu machen. Also, wenn wir gleich bei Vernetzung sind, das nochmal vortragen. Okay, bitte. Gut. Themen wären nochmal die Arbeitskreise, dann zu bestimmen, wie die Fortführung der Aktion, der Demo von gestern stattfinden soll, genau. Dann die Frage, was passiert bei schlechtem Wetter. Dann haben wir neue Vorschläge, wer Ideenbox, neue Plakate, mehr Informationen. Gehört auch zur Medienaufmerksamkeit, da waren halt Menschenkette, und die Vernetzung mit den anderen Camps. Und auch noch Vernetzung mit anderen Protestbewegungen, wie eben den Spaniern. Genau. Und das Brainstorming, was überhaupt heute passiert ist. Was ich noch als Punkt interessant finde, weil seit ich hier bin, habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin ein bisschen außerhalb der Informationskette. Wenn man vielleicht noch irgendwie mal ein paar Minuten in so einer Vollversammlung einbringt, wo die Leute Informationen, die ihnen zugetragen wurde, gerade was in anderen Städten passiert, wie es weitergeht, irgendwelche Zahlen, Fakten, Daten, was auch immer, dass wir alle auf einen gewissen Informationsstand bekommen. Weil jeder von uns kann hier auf der Straße angesprochen werden und das kommt einfach gut, wenn man damit ein bisschen angeben kann. Ja. Wollen wir damit anfangen? Also wie jetzt die Welt den Tag heute zu Hause oder sonst wo verbracht haben, können wir jetzt ein bisschen erzählen, was denn so abgegangen ist. Oder was sie mitbekommen haben, auch gestern von der Demo, wenn jemand nicht auf der Demo war, sondern zu Hause. Hat jemand irgendwelche Infos, was in Berlin passiert ist? Kennt irgendjemand Leute? Berlin wurde gestern, ich glaube, gegen 43 Uhr oder so gewollt. Ja. Ja, was wissen wir da auch nicht. Wo
sollen aber wohl wieder da sein. Ja, ja, ja. Ist wieder so ein Gerücht, das da rumging. Die sind wohl wieder aufgetaucht, weil irgendwie, nachdem die Meldung kam, dass geräumt wurde, kam schon wieder der nächste Tweet mit, wir brauchen Tee und Decken. Weißt du da was drüber? Hat noch wer irgendwelche Infos? Okay. Hat jemand Zeitung gelesen heute Morgen oder so? Ah, ich hatte heute Morgen. FAZ oder Süddeutsche, weißt du nicht? Ich habe irgendwie Tagesschau.de, da haben die so einen relativ kritischen Artikel gemacht über die ganze Bewegung und dann haben die halt eine Umfrage gemacht, ob die der Bewegung zusprechen. Ne? Und dann war erstmal irgendwie 90% von, was ich, 33.000 haben gemeint, ja, stimmt alles, stimmt alles zu. Ja, aber daran ist Hilfe schuld. Einer. Okay. Einer, der mal eine ganze Menge wahrscheinlich da auf der Seite geklickt hat. Ach so. Alles klar. Okay, ja, es hieß nicht, dass man seine Meinung nur einmal äußern darf. Gut, nächstes Thema würde ich jetzt andere Seite wählen. Wir erzählen nochmal, was heute passiert ist. Will das jemand übernehmen? Also was heute hier im Camp passiert ist. Ich würde zumindest erzählen, wie die Polizei aufgeschlagen ist heute Morgen. Parkten hinten hinter Zelt, blieben erstmal noch sitzen. Ja, und der Herr Beamte kam dann hier hin, hat nach Mario gefragt, der noch stieß. Ne? Es war eine ziemlich freundliche Kommunikation zwischen uns. Wir haben halt gesagt, wir wissen nicht, in welchem Zelt genau er schläft. Wir gucken mal und wecken ihn. Und lange Rede, kurzer Sinn, der Polizist sagte dann irgendwann, also ziemlich schnell auch, ach lass den pennen, wir kommen nachher irgendwann wieder, das passt schon. ja, also das wollte ich erstmal so rauskommen. Das sagt er. Ja. Gut, hat er jetzt vorweggenommen, lockere Kommunikation weiterhin zwischen uns und den Behörden, weiterhin lockere Kommunikation zwischen uns und den Behörden. Da ich heute Nacht doch nicht hier schlafen werde, hatte ich eben Kontakt aufgenommen, nochmal mit dem Polizeipräsidium. Da ist vielleicht noch die Info jetzt neu für einige von uns, dass es nicht wichtig ist, dass der vorher bestimmte Veranstalter vor Ort ist. Sollte es Zweifel geben, die wollen jemand Verantwortliches haben, kann die Polizei einfach jemanden bestimmen. Wir haben es jetzt trotzdem so besprochen, dass erstmal Hanno sich verantwortlich fühlt. Er ist Veranstalter zweiter neben mir. Er schläft jetzt im Augenblick. Sollten die jetzt also zum Beispiel gleich irgendwann auftanzen, ist noch ein Ordner da. Du warst das? Dass dann entsprechend eben auf die Person verwiesen wird. Genau, also dass derjenige dann eben in der Situation als Verantwortlicher da ist. Ist Hanno wach, ist das Hanno, bis ich eben dann morgen nach der Arbeit wiederkomme. Ich würde noch gerne mehr erzählen können, aber ich glaube, da gebe auch gerne ab zu dem, was danach für heute gewesen ist. Also wir haben ja heute auch dann erst unsere erste Vollversammlung abgehalten und das lief schon ganz gut. Natürlich ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, aber es war schon ganz okay. Und wir sind eigentlich gewachsen um 3, 4, 5 Zelte und ziemlich viele Leute anscheinend, wenn jetzt hier alle pennen. Wie viele Leute pennen denn heute hier alle jetzt? Also viele. Einer pennt schon und einer kommt, glaube ich, noch wieder. Ja, es kommen noch welche wieder. Werden morgen wieder mehr. Also spätestens ab Dienstag, glaube ich, werden wir Höchststand erreichen. Ja. Das sind um die 7, 8, 9 Personen, die nachts hier schlafen. Minimum. Heute waren es... Heute, ja gut, es ist jetzt Wochenende, also... Ich kann noch kurz sagen, bei der Assemblea schätzt man am Ende 60. Mit Einzelgesprächen, interessierten Personen, aber auch Leuten, die sich dazugesetzt oder Reporter, die da gewesen sind, möchte ich sagen, waren es bestimmt mit den Teilnehmern um die 60, 70 Personen. Untere Schätzgrenze. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also was wir an Laufkundschaft haben, sage ich jetzt mal, war deutlich mehr. Wir hatten hier zwischenzeitlich... Die Lage hier ist eigentlich ziemlich gut. Also wenn ich nochmal kurze Ortsführung... So wie ich das verstanden habe, haben wir da die Börse, ja, wir haben direkt die Kühe um die Ecke. Wir sitzen wunderschön vom Justizministerium, das wir brauchen, ist sehr interessant. Was haben wir da hinten? Welche? Was? Bundesbank? Börse und Bundesbank. Ja, genau. Und auch von hier aus einen relativ direkten Weg
zum Hauptbahnhof. Wie auch immer die Haltestelle da vorne heißt, eigentlich auch mal ganz Steinstraße. Das ist Sternstraße, ne? Nein. Steinstraße. Dass man den Leuten einfach sagt, weil von der Steinstraße aus kann man uns schwer verfehlen. Also von der Steinstraße aus zur nächsten Kirche gehen, ist eine Wegbeschreibung, denke ich, ganz gut. Okay. Dann wollte ich noch sagen, dass wir heute einen extrem großzügigen Spender hatten, der uns einfach so auf der Straße 500 Euro in die Kasse getan hat. Korrekt. Aber alle hoch, jawohl. Und ja, genau. Dann, ja, muss man einfach aufhören. Ja, ist gut. Gehirnwäsche. Dann, was ich noch sagen wollte, ist, bei der Assemblea heute, Vorredner hat eben gesagt, es war alles gut und es war gut, aber also ich finde, wir sollten versuchen, bei der Assemblea möglichst so präzise wie möglich zu sprechen und mit es war alles gut, damit da kann sich kaum jemand drunter irgendwas vorstellen. Also wenn ich zur Diskussion sagen kann, wir haben die Arbeitsgruppen eingeteilt, da komme ich ja eh gleich noch drauf zurück, es gab auch ziemlich harte Diskussionen, wenn es darum ging, was wollen wir überhaupt? Wollen wir überhaupt irgendwas oder so in diesem Grundsatz, sich auf irgendwas zu einigen oder auf das weitere Vorgehen, ob das schnell oder langsam geschehen soll, da gab es halt große Diskussionen drum. So, und auch keine richtige, es gab natürlich dann eine letztendliche, wir haben letztendlich aufgehört darüber zu reden, aber ich würde nicht von einem Konsens in dieser Thematik sprechen. Ja, wir haben es in die Arbeitsgruppe delegiert. Ja, wir haben es in die Arbeitsgruppe. So. Was wir noch gemacht haben, die Organisationsstruktur. Die Arbeitsgruppe. Ja, aber wir haben ja zusätzlich auch noch Verantwortliche eingeteilt für gewisse Punkte. Genau, der Hanno ist die Lagermutti, also der kümmert sich so ein bisschen um die Ordnung. Und der schläft gerade so ein bisschen um die Ordnung und das Aussehen. Nee. Dazu möchte ich noch. Ah nee, du bist nicht der Hanno, sondern du bist die Lagermutti. Wir haben heute ziemlich viele Spenden bekommen, halt Lebensmittel, ja. Halt auch eigentlich alles hier. Der Mensch mit der Technik ist halt gekommen und macht das halt. Also es kommt zusammen. Ist gut, schön. Wollt ihr noch, haben wir irgendwas vergessen oder gehen wir zu den Gruppen über, zu den Aktionsgruppen? Also, da müsst ihr so machen. Also, du hast eine wenn oder Frage. Ja, also. Entweder oder. Ich habe nichts vergessen, ich gehe weiter. Egal. Auf jeden Fall, die Gruppen, auf die wir uns geeinigt haben, sind Gruppen Presse AG und Mediencenter AG. Da geht es um die geistige Vorformulierung von Texten in Zusammenarbeit der Gruppe. Es geht da um Kontakt mit der Presse. Wir haben noch eine andere AG, die man damit nicht verwechseln sollte, das ist die Vernetzungs-AG. Hi. Da geht es eher um Gruppen, also um das Rausbringen der Informationen, die auch aus der Presse-AG kommt, durch das Internet, durch Facebook, durch Twitter, durch sämtliche Nachrichtenkanäle im Internet, dass man das halt nicht natürlich kein brutaler Spam, aber dass man die Leute stetig darauf aufmerksam macht, dass wir noch hier sind. Das wären die beiden AGs. Dann die Technikgruppe, die sich halt um sowas wie den Livestream, um Licht kümmert, aber auch um Verkabelung, aber auch um Sicherheit der Netzwerke hier und Internet. Dann haben wir die Kreativgruppe und Aktionsgruppe. Da geht es halt um die Leute, die während der Demonstrationen spezielle Sachen vorbereiten, wie neue Banner, neue Schilder, da brauchen wir auch noch Material und Material spenden. Wenn da jemand kennt oder so, vielleicht auch darauf aufmerksam machen. Ich würde jetzt aufbrechen. Übergebe das Megafon. Oder? Ja. Genau, Kreativgruppe und aber auch spezielle irgendwie performative Aktionen, die wir auch noch planen müssen. Dann gibt es die
Material und die Verpflegung und Verteilungsgruppe, also alles, was wir noch an Lagermaterial brauchen oder an Verpflegung, wird von dieser Gruppe koordiniert. Arbeitet halt mit der Lagermutti zusammen. Dann haben wir überlegt, eine Küchen-AG zu gründen, aber das war vorsichtig. Und dann haben wir eine Anmeldungs-AG, Rechte- und Verwaltungs-AG. Das sind halt die Leute, die die nächste Demo anmelden oder die hier gemeldet sind, wo es auch Rechtsfragen oder sowas geht. Und generell so die Verwaltung, die Bürokratie des Camps. Und da habe ich mich zum Beispiel bereit erklärt, in diesem Rahmen die Finanzkasse zu führen, die jetzt... Jetzt, ich bin Pole, da müssen wir genau. Wir haben ja da auch drüber abgestimmt. Ja, wir haben darüber abgestimmt. Und richtig. So, fällt euch noch irgendwas zu den AGs ein? Die AGs sind alle noch unbesetzt. Also es muss jetzt noch sich Leute, man kann sich dafür namentlich an die Zettel eintragen. Man sollte nicht zu viel machen, aber auch nicht zu wenig. Und man muss für die AGs auch nicht zu Hause sein. Also wer sich bei der Presse beteiligen will oder bei Material und Verpflegung, das basiert zum Beispiel sehr viel auf Telefonanrufen. Also wenn wir Verpflegung, da haben wir eben schon in der Gruppe drüber gesprochen, will jemand was zu den Bäckern sagen? Ist da noch jemand von da? Oder der eben bei Starbucks war? Ja. Ja, also dann war einfach Spaß. Wir haben gesagt, dass wir essen, wir haben nicht viel zu gehen. Aber es gibt in der Altstadt noch so einen Bäcker, der gibt auf jeden Fall auch abends bei Ladenschluss immer an Obdachlose ab, denen das jetzt weg zu essen ist auch nicht so gut, aber vielleicht haben die ja mehr als die weggeben können. Also die geben das am liebsten auf Nachfrage, oder? Also ja, dann haben die bestimmt noch mehr übrig. Gibt es noch Leute, die sich bereit erklären, wenn morgen vielleicht Leute, die morgen eher zu Hause sind oder bei der Arbeit und bei der Arbeit nichts zu tun haben oder im Hörsaal, die Leute, die telefonieren möchten und vielleicht Bäcker abtelefonieren möchten? Ich habe eine Idee. Also, ja, ich war mal in einer Gruppe Food Not Bombs und haben am Großmarkt Sachen bekommen. Das waren dann meist Gemüsesachen oder so Sachen, die halt, wenn es so ist, nicht mehr schön genug waren zum Verkauf. Das ist eine gute Idee. Ist jemand morgen dazu fähig, das zu übernehmen? Da muss man allerdings sehr früh morgen sein. Also ich habe die Uhrzeiten waren ja einmal morgens dann gegen 7 oder auch teilweise um 2. Aber naja, ich kann mich da informieren dann um die Uhr am besten. Genau. Wie heißt du? Isabel. Gibt es noch jemanden, der irgendwie morgen Bäcker anrufen kann, Bäckereien? Wir können ja Telefonkosten, ich hatte jemanden eine Flatrate oder Telefonkosten über den erstatten. Also Isabel macht noch, du auch noch, wie heißt du? Magda. Gut, also Bäckereien, irgendwie Lebensmittel herstellen und so weiter. Dann Presse-AG. Gibt es Leute oder wer ist denn morgen, weil ich bin morgen nicht da, die Nadine ist morgen auch nicht da, die hat bisher die ganze Vernetzung im Internet übernommen. Die hat bisher Facebook und so weiter zugespammt und die ganzen Sachen. Ich habe mich in der Presse-AG mit eingetragen und werde mal gucken. Auf Vernetzungs-AG dann. Vernetzungs-AG habe ich mich auch mit eingetragen. Wer ist morgen? Ja, zu sein auch was zu sagen, also das Chaos dort, das Chaos Computer Club hat da Leute, die unterstützen, ausgesprochen. Ja. Die das halt übernehmen, autark und nicht einiges an Arbeit ab. Und die sollten wir natürlich selbst auch aktiv bleiben, dass wir Material von hier kriegen. Aber da brauchen wir uns nicht viel Sorgen machen, nur weil wir nichts machen, gar nicht vom Netz ankommen. Neben ihm auch. Wir haben es eben schon erzählt, ich hatte vorhin, während wir Vollversammlung hatten, war eine Mädel da, die mit den Spaniern hier war, die nur Englisch gesprochen haben. Da war, auf jeden Fall, sie macht irgendwie gerade ein Praktikum bei der Deutschen Welle oder auf jeden Fall hat sie mit denen zu tun und möchte ganz gerne ein Interview machen. Ich habe ihr mal meine E-Mail-Adresse gegeben, weil sie konnte nicht so laut reden. Und sie meldet sich auf jeden Fall noch. Ich würde das dann auch zusammenarbeiten mit der Presse-AG irgendwie machen wollen. Keine Ahnung, ob ich das Interview selbst machen sollte oder sonst irgendwas. Sie will auf jeden Fall über uns berichten, was genau. Hat ein bisschen zugehört, hat Notizen gemacht. Und ich will auf jeden Fall nochmal zu uns in Kontakt treten. Dann genau zur Presse-AG noch.
müssen halt Flyer, wie schon gesagt, das gehört auch zu der Information, wir müssen Flyer und sowas entwickeln und Werbematerial und all sowas und alles, was dann verteilt. Ich bin Mediengestalter. Du bist Mediengestalter. Ja, ich lerne es gerade, aber ich weiß wovon ich, was ich mache. Würdest du das auf dich nehmen, da was zu gestalten? Klar, also ich weiß nicht, also grundsätzlich klar, aber ich denke mal, wir sollten natürlich auch diskutieren, was draufstehen soll. Das macht dann die AG. Aber ich habe halt die technischen und die kreativen Voraussetzungen, muss man so sagen. Können wir dann für morgen ganz konkret bestimmen, dass, wie heißt du? Patrick. Dass Patrick morgen Abend oder so Vorschläge für Texte erhält und Patrick ganz konkret irgendwie daran arbeiten kann. Wäre das möglich? Ja klar, also ich bin, wenn, weil ich jetzt auch die Woche, klar, ich muss morgens auch um 8 Uhr im Unterricht sein, ich mache das von zu Hause aus, also ich bin da auch sehr frei, also wenn ich keinen Bock habe auf den Unterricht, was ja mal vorkommen kann, dann mache ich ja eh auch was anderes, weil ich zu Hause bin. Wenn ich dann was Sinnvolles hier tun kann, ich brauche halt nur die Informationen, also ich bin halt, wenn, über das Anupad, würde ich jetzt mal sagen, erreichbar oder über das echte Demokratieforum. Das heißt, wir müssten morgen, wer würde es bereit erklären, morgen im Zuge der Presse-AG Texte zu entwickeln und die alle ins Anon-Pad zu posten. Und dann, ich kann auch meine E-Mail-Adresse, kann ich nicht auch hier lassen. Das Anon-Pad ist schon besser. Wie immer. Anon-Pad ist schon besser, oder? Bitte? Anon-Pad ist schon besser. Ja, wir müssen das öffentlich auf dem Anon-Pad machen. Ja, gut. Ja, vor allem, weil da auch eine Diskussion stehen kann, aber nochmal kurz als Einwurf wegen E-Mail-Adresse. Passt auch ein bisschen auf eure Daten auf. Also ich habe vorhin auch die Idee gehabt mit der Telefonliste und mir ist ungefähr nach 20 Sekunden klar gemacht worden, dass das absolut ausgemachter Schwachsinn ist. Weil solche Daten, die zentral zu haben oder sonst irgendwas, genauso wie deine E-Mail-Adresse hier fest zu hinterlegen, ist eine dumme Idee, macht das nicht. Warum? Das ist eine Mail-Adresse. Ja, weil deine Mail-Adresse genauso zurückzuverfolgen ist wie der Rest von dir. Gerade auf die Telefonnummer. Wenn wir geräumt werden und die Polizei findet hier eine Liste mit Telefonnummern und E-Mail-Adressen und Namen, wissen wir halt, wer an der ganzen Aktion beteiligt. Na gut, okay. Es kann uns definitiv nicht zum Vorteil gereichen, würde ich jetzt mal sagen. Kann nur negativ. Wir kriegen dann kein Bonusgewinnspiel im Newsletter. Okay, wer würde denn... Ich wollte nochmal sagen, ich glaube, es wurde heute Mittag schon ein bisschen kontrovers diskutiert, aber vielleicht so eine Zielsetzung, so kurz, mittel- und langfristig. Man auch die Flyer und so weiter hin formulieren kann, weil wenn man nicht weiß genau, was man will, dann ist es ein bisschen schwierig, da Vorschläge zu machen. Genau, das ist das, was heute Morgen haben. Haben wir dann vielleicht gleich nochmal ein bisschen Zeit, dass wir vielleicht nochmal über den Konsens diskutieren. Wir können das jetzt, weil ich glaube mittlerweile echt wenige da sind, im Vergleich zu dem, was heute Mittag da ist. Übrigens geil, dass überhaupt welche hier sind, ja. Dass wir vielleicht dann jetzt die Konsens eher so noch in Vorschlagsformulierung unterbreiten. Ich möchte jetzt nicht morgen hier Leute anreisen haben, die dann hier neuen Konsens aufs Auge bekommen. Ich glaube, das ist kontraproduktiv, so wie das heute diskutiert wurde. Ey, kurz dazu, sollen wir das vielleicht am Ende machen von dieser Veranstaltung jetzt? Ja, das wäre mein Vorschlag. Ja. Dann müsste ich jetzt wissen, wer bereits morgen im Anon-Pad, ich bin morgen auch zu Hause, ich arbeite morgen zu Hause aus die meiste Zeit. Das heißt, ich kann auch ein bisschen reinschauen. Wer wäre bereit, im Anon-Pad über Texte nachzudenken? Weil... Ja, das kannst du auch umhören. Hier, du schreibst deinen eigenen Namen auf und hier, der Kollege... Frederik. Postest du das auch ins Anon-Pad? Was ja. Du weißt noch jemand nicht, was das Anon-Pad ist? Kannst du das erklären? Anon-Pad ist an sich ein... ihr habt einen Webbrowser und darin öffnet ihr die Webseite und da habt ihr eine... Texteditor, an dem mehrere gleichzeitig schreiben können. Da könnt ihr halt unter Pseudonymen wird halt jeder Text jedem zugeordnet, indem man halt eine farbliche Unterlegung hat. Das heißt, man kann hinterher sehen, die Änderung kommt von dem und dem und wenn da Vandalismus stattfindet, kann man ganz einfach die letzte Revision wieder einspielen, so wie der Wikipedia. War das klar oder? Ja. Und der Link muss nochmal auf Facebook. Ja, wer hat denn den Facebook-Zugriff? Ich habe keinen Facebook-Account. Also. Du hast. Ah, okay. Alles klar. Ja. Der Teddy hat wieder runter. Ich habe einen. Nee, es geht nicht darum, wer einen Facebook-Account hat, sondern es gibt eine Facebook-Gruppe hierfür. Postest du dann bei Occupy Düsseldorf? Occupy Düsseldorf. Auch bei den Infos, dass es dauerhaft links stehen bleibt? Oder die Seite. Profilseite. Sagst du das? Ich habe also eine Gruppe, finde ich. Okay.
Seite teile, ich weiß auch, was hier los ist. Wenn ich zum Beispiel da hinter dem Übergang habe, dann bin ich da auch. Also die anderen Pet-Seiten stehen aber auf der Wall auch. Ja, das ist überall. Ich hab die nicht gesehen. Nee, dann können wir die, derjenige Inter kann ja auch fremd von seinem Account die anderen Pet-Seite nochmal auf die Wall posten. Die URL ist, glaube ich, annonpet.org/occupynrb, ne? Ja. Ja, gut. Also annonpet. Ja. Gut. Wer wäre denn jetzt bereit, konkret, ich werde mich morgen auch für Text angeln, kann Christoph draufschreiben, bedingt, also arbeitsbedingt, wie ich halt kann. Wer wäre noch dabei? Ich wollte nur sagen, also die morgen hier eh noch sind, den ganzen Tag, klar, wir werden das ja eh machen. Aber ich finde es immer wichtig, konkrete Ansprechpartner zu haben, damit jeder so ein bisschen schlechtes Gewissen hat, wenn das nicht gut. Also finde ich gut. Weil sonst. Noch eine Sache dazu, wenn du weißt, wer an den Dingern arbeitet, du hast einfach nur gerade eine Textzeile, irgendeine Idee oder sonst irgendwas, was du gar nicht erst komplett ausformulieren kannst, kannst du zu denen tragen. Na, die arbeiten ja eh damit, dann kann das dann wieder irgendwo einfließen. Oder Ideenkasten. Haben wir jetzt jemanden? Dann gucken wir einfach, was morgen passiert. Gut, die Gruppen brauchen noch Leute, aber gut, die Gruppen bleiben noch Leute, ihr könnt euch eintragen. Habt ihr noch irgendwas bezüglich Gruppen? Warte, was habe ich hier noch stehen? Gruppen hängen da auf den Zetteln aus, ja? Genau, auf den Zettel in den Frischhaltebogen. Und die kommen auch auf das Chat? Die könnten wir auch auf den Chat schreiben. Magst du die Gruppen nochmal ins Chat schreiben? Ja, ich habe eben mitgeschrieben. Presse AG, genau, Presse und AG, Medien, genau. Technik AG, genau. Kreativaktionsgruppe, ja. Materialverpflegung Lager, ja. Und Anmeldung Verwaltungs AG. Genau. Für den ganzen Bürokratiekram. Wir brauchen keine Namen. Es reicht, wenn die aufgezählt werden. Ja. Geht nur um die Aufzählung, okay. Nicht, dass jemand seinen Namen dazu schreibt. Noch ein Punkt zu den Gruppen. Und zwar, da gibt es keinen Anmeldeschluss. Also man muss sich da nicht irgendwie heute eintragen und dann darf man nicht mehr mitspielen oder so. Ja, da kann man auch, während die Gruppe läuft, jederzeit dazu stoßen. Die Gruppen sind nie zu. Da kann man immer noch dazu. Gut, dann würden wir rübergehen zu 9. Ja, ich würde halt gerne noch zwei weitere Gruppen vorschlagen. Und zwar im Rahmen dessen, was wir vorhin gesagt hatten, dass man hier zwar niemandem irgendwo das Maul verbieten kann, wenn er irgendwem gegenüber irgendetwas äußert und dann quasi seine eigene Meinung kundtut. Und genauso wenig irgendwie im Prinzip irgendwelche kurzen Parolen den Leuten in den Mund legen sollten, die sie dann genauso wiedergeben. Und insofern, dass wir halt irgendwie ein paar Workshops machen, die sich um die Darstellung von kritischen Informationen fachmäßig quasi kümmern. Das wären halt, ich würde vorschlagen, eine für Semantik, das heißt, wie kriegen wir überhaupt sowas wie Bedeutung in unsere Sprache, was für logische Fehlschlüsse schleichen sich in das normale Sprachverständnis ein und führen dazu, dass man sich im Prinzip nur selbst verarschen könnte. Und zweitens Systemtheorie. Da würden wahrscheinlich bei Systemtheorie machen. Ich habe da ganz gute Literatur dabei. Und Mats, der jetzt gerade nicht hier ist, wird dann wahrscheinlich Semantik machen. Okay, gut. Schreibst du das auf? Ja. Idee dazu? Wie ist der Konsens dazu irgendwie? Sehr gut. Ich habe da eine Idee dazu, und zwar hat mir der Begriff Workshop sehr gut gefallen. Ich habe nämlich heute noch ein Gespräch, das waren zwei Ältere, also ich würde sie jetzt so um die 50 rumschätzen, weiß es nicht genau. Also die, so wie sie aussahen, meiner persönlichen Überzeugung nach, hätten die in den Klamotten von der Yacht in Cannes klettern können. Ja? Also sie standen hier und sie haben gesagt, das ist genau richtig, was ihr macht. Und gab sehr, sehr schön viel Support. Und die haben, der Kerl ist seit vielen Jahren irgendwie in der Wirtschaft unterwegs gewesen und sonst irgendwas. War wohl selbst an der Wall Street aktiv und so. Und ich habe denen mal gesagt, dass er da Informationen zusammentragen sollte oder sonst irgendwas. Die wollen auf jeden Fall mit uns irgendwie in Kontakt bleiben, mal gucken, was daraus wird. Aber daraus könnte sich eventuell auch ein weiterer Workshop entwickeln. Und egal was, wer was kann, wer was anderen was erklären kann, aufzeigen kann oder sonst irgendwas, einfach einen Zettel schreiben mit dem Workshop für die und die Uhrzeit
dann setzt man sich vorne in der Ecke und erzählt sich gegenseitig was oder macht zusammen was. Ja, das kann man eigentlich immer sofort schaufen, das ist nicht das Problem. Ich erinnere das so ein bisschen so bei dieser ganzen Internetgeschichte mit Facebook und Twitter und Co. Da habe ich zwei Fragen zu. Das eine ist, gibt es irgendwie so eine zentrale Mailadresse, wo man hinmailen kann, wo man dann sagen kann, was weiß ich, braucht ihr noch Verpflegung so und so, ich wohne in Düsseldorf in der Umgebung, dass man einfach eine Mail hinschickt und sagt, hey, ich habe Interesse mitzumachen, wo seid ihr eigentlich? Das geben wir ab. Gibt es sowas? Können wir da einen Hotmail-Account oder einen Google-Account einbinden? Reicht das nicht, dass man das über Facebook macht? Aber ja, nur nicht jeder will bei Facebook sein. Ja, okay. Ich habe keine Umstände. Sehr gut, gute Einstellung. Bleib dabei. Und, ich meine, ich wäre gerne bereit, ich habe einen eigenen Mail-Server, dass ich da kurz eine Occupy Düsseldorf App so und so einrichte. Ja? Dafür? Ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, es gibt auch die Domain elfedemokratie.de oder so. Dann könnte man einfach über den Server laufen lassen. Dann müsstest du die halt kontaktieren und fragen. Ja, das wäre ja mal eine Idee. Ja, ich bin echte Demokratie jetzt im Forum angemeldet. Also da hatte ich auch gestern von gestern berichtet und da werde ich auch heute dann halt noch ein politischer Nachmittag und was heute so im Allgemeinen hier so halt getrieben wurde, was wir so gemacht haben und so. Jetzt nicht genau ins Detail, aber halt das hier war und ja. Also das war mal der Kontakt drin. Düsseldorf@elfedemokratie. Zum Beispiel. Das, wolltest du da nochmal den anderen Pad auf? Also ich finde, wir sollten bei Occupy NRW bleiben, also dass wir irgendwie so einen Namen haben. Ja. Da müssen sich die Leute nicht irgendwie fünf Adressen merken. Ja. Und vor allem den gleichen, den die anderen auch benutzen. Ja, also Occupy NRW oder Occupy Düsseldorf. Ja. Was haben wir? Occupy NRW? Es gibt ja keine wirkliche einheitliche Bezeichnung für das Ganze. Also Occupy. Doch, Occupy. Ja, wir haben Occupy Stuttgart, wir haben Occupy Hamburg. Ich würde mich dran halten. Echte Demokratie jetzt finde ich gar nicht so schlecht. Ja, aber wir müssen eben Occupy bleiben. Wir haben aber Occupy Düsseldorf. Aber es gibt auch Occupy Germany. Ja. Und wir sind eine Splittergruppe, oder nicht? Also bis jetzt war es bei diesen ganzen Occupy-Geschichten so, dass sie immer den Ort, an dem sie begonnen haben, auch in ihren Namen reingenommen haben. Occupy Wall Street zum Beispiel. Ja? Und das Ding ist ja steil gegangen. Also, aber Occupy Düsseldorf Hauptbahnhof kommt nicht gut. Der Alex ja, Hauptbahnhof kommt nicht gut. Das ist ja mehr, ja? Entscheidungen sind hier auch so. Gibt es auch ein Logo irgendwie? Einheitlich oder so? Ja, Logo ist gut. 1,5 ist das Logo, oder? Ja, wenn wir danach gehen und Occupy, also ich wäre, wenn auch dafür, dass wir bei Occupy bleiben, ob das jetzt NRW, also von der Tragweite her stimmt hier zu, NRW hat ein bisschen mehr Aussagekraft. Ja. Ist vor allem wesentlich kürzer und hat keinen Umlauf. Ja. Und wir sind in der Landeshauptstadt. Ein Wort, ja, ein das, Wort, und das könnte, Wort, das, ja. Ein Ding das ist natürlich, noch mehr an nee, ein Wort, ein Ding ist natürlich, wir müssen überlegen, was passiert, wenn das jetzt in anderen Städten stattfindet? So, wir sind jetzt Occupy Düsseldorf, dann gibt es wahrscheinlich noch Occupy Duisburg, dann gibt es Occupy Frankfurt etc. Was auch immer so. Weiß das eigentlich, wie man genau wie viel Kinder noch mit in NRW geht? Oder? Also in NRW, hier war eben einer, so von einer Stunde oder so, der sagte, er war in Köln. Es geht. Da waren gestern wohl nur 10 Leute oder so und 2 Zelte. Da war wohl nicht die Hölle los. Sonst von NRW wüsste ich nicht. Wir haben vor die Demo haben wir schon einiges an Infrastruktur eingerichtet und es gibt schon eine Domäne mit occupied-düsseldorf.de und da gibt es auch schon einen Blog zu. Die Frage ist nur, wie wir die Adminrechte vergeben und wer das ausfüllt. Das gibt es alles schon. Es gibt auch schon Twitter-Konten, Facebook-Seite, alles Mögliche. Ja, weil jetzt sagt wegen Logo, also ich würde auch dann bei der 15 bleiben. Farbliche Gestaltung würde ich sagen, ist dann ist wurscht, sag ich jetzt mal. Da ist das, also dazu würde ich dann schon dann, wenn ich zu Hause sitze. Es gibt diese Occupy Together Website, die dieses oder ich kann doch nochmal selber gucken, wo es ungefähr in welche Richtung es geht hauptsächlich. Ganz kurz, bei Facebook Occupy Düsseldorf sind 1200 oder knapp 1300 Leute, denen das schon gefällt. Also da sind schon viele Leute mit dabei. Das heißt jetzt nicht, dass die alle auf der Demo waren, aber ich denke mal, die organisieren sich auch über die Seite. Also 1300 Leute finde ich schon, kann man mal reingucken, das finde ich echt beachtlich. Ja, 1220. Ja. Also, wer ist dafür, dass wir das zu ergänzen? Nadine und ich haben da Adminrechte, aber wir können gerne natürlich noch mehrere verteilen. Wir haben das jetzt erstmal einfach so angefangen. Da sollte ja dann die Medien AG halt auf Adminrechte. Ja, die Netzwerk AG, nicht die Medien. Ah ja, genau. Das
alles Netzwerk halt eben. Ja. Aber ist ja teilweise übergreifend. Ne? Ja, ja, klar. Ja, das ist inhaltlich ja alles übergreifend. Lass uns abstimmen, können wir abstimmen vorher über ja den Namen. Wer ist für Occupy NRW? Wer ist für Occupy Düsseldorf? Alles klar. Ja, nochmal zu den Workshops zurück. Ich würde dann vielleicht gern einen über Gewaltfrauen. Den Workshop? Ja, achso. Ich würde gerne einen über gewaltfreien Widerstand machen. Okay. Schreibst du es auf diese Pinwand? Wann? Gut, dann nächster Punkt, so neue Vorschläge, Ideenbox. Wie findet ihr die Ideen? Also wer findet die Ideenbox gut? Wer kümmert sich um die Ideenbox, also um das Besorgen einer Box, um das Aufstellen und so weiter? Das kann ich morgen machen. Ansehen. Morgen. Okay, dann haben wir die Medienaufmerksamkeit. Oder weitere Aktionen, so grob gefasst, haben wir die, das ist erstmal einfacher, glaube ich, die spanischen Kollegen oder spanischen Düsseldorfer, genau. Wer hat da Kontakt oder so? Ich komme aus Spanien und ich war auch aktiv in Acampada San Sebastián, in Nordspanien. Und bin seit einer Woche hier in Düsseldorf. Und möchte auch gerne helfen und auch Kontakt nehmen mit Spanien und so und ein bisschen Kontakt halten. Bist du vernetzt mit den Leuten? Ja. Das heißt, du würdest das übernehmen? Ja, nur meine deutsche Sprache ist nicht so gut. Wir verstehen dich aber sehr gut. Es geht ja nur darum, die Leute zu finden und denen von uns zu erzählen und zu fragen, könnt ihr euch vorstellen, gemeinsam Aktionen zu machen? Spätestens am Samstag um 13 Uhr hier mit uns mitzumarschieren. Wie heißt du denn? Marlon. Marlon? Marlon. Bis wann könntest du irgendwas haben? Könntest du das zum Beispiel morgen Abend, wenn ja wir wieder eine Versammlung machen, hier hinbringen? Ja. Dazu, redest du gerade von Spaniern in Spanien oder von den Spaniern hier in Düsseldorf? Spanien in Spanien. Okay, wir brauchen den Kontakt. Es ging vorhin der Vorschlag rum, es gab eine relativ große Gruppe. Du warst das, ne? Erzähl das doch mal bitte. Ich habe vor 6-7 Wochen gesehen, da habt ihr Spanier demonstriert, vor der Rheintreppe. Da waren ganz viele, du musst deine Freunde fragen, die waren bestimmt dabei, die schneller hier sind. Da waren ganz viele, die haben gegen, also das, was in Spanien geschieht, haben die gegen demonstriert. Ich weiß, am 15. März, als das angefangen hat in Spanien, dass auch in anderen Städten, in Deutschland, Frankreich und so, Spanier, die hier arbeiten oder studieren, kannst dann du versuchen, auch zu diesen Spaniern, die hier arbeiten, studieren, Kontakt aufzunehmen? Ja. Sehr geil. Über den Namen? Ja, genau. Ja. Wenn ihr nach Spanien schreibt, oder? Ja, natürlich, du kannst auch nach Spanien schreiben. Egal, wo ihr seid. Und wenn die Hauptsache in Spanien... Und wenn die in Spanien nachher noch hochhalten, wir sympathisieren mit Düsseldorf beispielsweise, das vernetzt uns ja auch durch Aussagen. Ja, ja, klar. Ja, normal. Okay, dann haben wir die Idee der Menschenkette. Wer hatte die Idee, wer möchte dazu mal was ausführen? Also ich kotze das einfach an, dass die Leute alle so ignorant sind. Und das Problem ist einfach, dass wir die Leute nicht mit Gewalt, sondern einfach mit unseren Aktionen, einfach mit unserem Denken die Leute aufrütteln müssen. Und was ist besser, wie jetzt über die Kö zu rennen, wie gestern, total geil, oder eine Menschenkette. Weil die Leute, die einkaufen gehen, da stehen 2000 Leute. Ja. Da ist jeder Mensch dabei, ob das alt ist, ob das jung, ob das Kinder sind. Und dann bleiben Leute stehen. Da bleiben Leute stehen. Und die reden miteinander. Und wenn wir dieses Denken vermitteln, das macht einfach viel mehr aus, wenn wir die Leute ansprechen und sowas dann über die ganze Köln mit 2000 Leuten über die, und das geht am Rhein dann lang, da sind so viele Spaziergänger, die denken genauso, die trauen sich das nicht. Und wenn die das sehen, desto mehr Leute wir ansprechen, auch optisch, desto mehr Leute denken wir oder so regen wir zum Denken an. Und wenn wir dann, wenn wir auf einen Konsens kommen und wir würden den in einen Brief packen, und würden diesen Brief von Hand zu Hand über jeden Menschen, über diese Menschenkette bis vor den Landtag und den in den Briefkasten schmeißen, wenn da nicht die Medien aufmerksam werden, was soll man denn noch machen? Mehr davon. Benzin holen, ja? Mehr davon. Frage jetzt, sollten wir das dann jetzt möglichst schnell machen oder halt auch möglichst lange, also nicht lange, aber also schon
paar, vier, fünf, vielleicht eine Woche Zeit lassen, dass wir auch... Eine Woche auf jeden Fall, dass wir wirklich dann die Leute sicher haben, dass wirklich dann 2000 Leute da stehen. Nächste Woche Samstag steht das Ding, oder? Bitte. Also, ich würde sagen, wir haben Samstag, 13 Uhr ist ja von uns angedacht, angeplant, so kommuniziert, dass dasselbe wie gestern, jetzt jeden Samstag ist, halt jetzt um 13 Uhr. Und nach der Demo, ja, alle Leute, wir hatten ja auch da noch viel Action, wo viele Leute stehen, wenn man das da kommuniziert, dass wir das jetzt machen wollen, jetzt sofort, jeder soll jetzt sich einen Typen nehmen, an die Hand nehmen und los, ja, ja. Dann haben wir da, glaube ich, eine hohe Erfolgsquote. Ja. Du hast halt das Problem, mach du zuerst, muss man aber bei sowas nicht jetzt schon anfangen, die Leute über Facebook und so darauf heiß zu machen, also dass sie wissen, am Samstag um 13 Uhr ist nicht irgendwas, sondern da ist richtig was los. Weißt du, also nicht nur rumstehen am Bahnhof, sondern da können die auch, weißt du, dass wir auch dass ansprechen wir, halt. Dass wir auch individuell sind. Wir machen einmal eine Demo, wir machen das nächste Mal eine Menschenkette. Wir denken uns immer was Neues aus. Wir sind nicht immer nur die demonstrieren gehen, wir machen jedes Mal was Neues. Wir das Problem, was ich glaube, ist die Anmeldung. Wenn du, sobald du Leute dazu aufrufst, das zu machen, hast du eine Demonstration. Ich kenne mich damit nicht so aus. Das hat vor allem Nadine und so gemacht. Ich glaube, du musst das dann genehmigen lassen. Ich weiß nicht, ob die eine Menschenkette gehen, weil die geht über Straßen, die blockiert Verkehr und bla bla bla. Das kann kompliziert werden, möchte ich nur mal so sagen. Das können wir gerne versuchen, aber dann musst du das auch in die Hand nehmen, das bei den Behörden durchzukriegen. Ich mache es auch klappt. Du warst schon lange dran, ja. Ja gut, ich denke, dass es ein Problem ist, dass es genauso vom Landtag auch eine politische Bannmeile gibt. Das heißt, man kann den Brief nicht direkt in den Briefkasten werfen durch die Menschen. Das viel größere Problem wird sein, was steht. Ja. Ja. Das ist richtig. Eigentlich ist ja auch vor dem 15. wurde groß berichtet. Machen wir Redeliste? Ja, sorry. Das sollte nur technisch. Kurz. Wir müssen die Leute zusammenkriegen. Vorher gab es Berichterstattung in allen Medien, dass jetzt weltweit Proteste stattfinden. Ich denke, daran hat es auch gelegen, dass wir die 2000 über oder 3000 mehr überhaupt zusammenbekommen haben. Da müssen wir sicherstellen, dass da nicht eine Kette, die lächerlich aussieht, von der Hälfte des Weges entsteht. Das muss fassen kommen. Ja, das ist richtig. Ein kurzes Zwischenruf nochmal, weil ich gerade mitbekommen habe, dass öfters jetzt gesagt worden ist, dass man die Massenmedien erreichen hat alles. Wir haben, glaube ich, vorhin vergessen zu sagen, ZDF oder was war das? Ja, haben wir vergessen. ZDF möchte am Mittwoch mit uns hier hinkommen und Interviews und sowas machen. Konkret mit Nadine, die so ein bisschen verfolgen. Und ja, dann müssen wir mit Annabelle und viele Leute hier haben. Mittwoch ist provokant. Also ein neues Thema, darf ich noch eine Sache sagen zu der Menschenkette? Ich finde, wir sollten uns erstmal auf eine Sache konzentrieren, damit der Menschen. Das werden wir immer noch machen. Das würden wir in zwei Wochen noch machen. Jetzt ist auch egal, wenn das in zwei Wochen ist. Kommt doch gerne die Leute. Ich meine nur als Beispiel, dass wir wirklich die Leute ansprechen. Ich wollte noch sagen, dass in dem Zusammenhang auch die Vernetzung findet mit den anderen Camps und Städten wichtig ist. Dass das halt nicht eine Düsseldorfer Sache ist, sondern weiter eine nationale globale Sache bleibt. Würdest du dann in die Netz AG da eintreten und dich darum kümmern? Ja. Einer muss das machen. Wie heißt du? Lani. Ich hab auch gelesen, dass welche von Madrid bis nach Brüssel gelaufen sind. Total geil. Und wenn wir könnten ja diese Menschenkette, wenn wir uns wirklich vernetzen untereinander, wir könnten ja diese Menschenkette überall veranstalten. Ja, aber das ist doch erst. Meine ich ja nur. Leute, wollen wir die Redeliste machen, dass nicht jeder hier reinruft, sondern Redeliste, weil man... Ist doch egal. Ja, vielleicht morgen. Also ich denke mal, viele wissen halt auch gar nicht, vor allem Studenten, vielleicht Erstis auch noch gar nicht, dass wir hier zelten. Vielleicht sollten halt morgen ein paar auf den Campus gehen, halt da stehen und einfach Leute anquatschen und sagen, hey, bin ich Bock, halt uns ein bisschen auszuhelfen, halt rotieren, die Schichten. Damit wir halt ein paar mehr Leute bekommen, dass halt sich halt die Leute da auch ausruhen können zwischendurch. Finde ich gut. Ich sehe halt nur das Problem darin, das kannst du nur machen mit Flyern und Material. Ja. Wir hatten eben keine Meldung zu den Leuten, die das machen wollten. Also so geht das nicht. Nein. Und wir haben, was willst du denn erzählen? Das ist immer das Problem. Wir haben uns immer noch nicht irgendwie darauf geeinigt, was wir überhaupt wollen. Also was erzählen wir denen? Erstmal, dass wir hier kämpfen. Ich meine nur, ich glaube, es wissen viele nicht, dass wir hier kämpfen und
die würden vielleicht sogar mitmachen, einfach nur auch noch aus der Empörung heraus, ohne halt schon konkrete Ziele oder halt auch schon Vorschläge. Ja, also ich glaube eigentlich, wenn man in den Fernseher guckt und in die anderen Sachen, so die geschrieben werden, Occupy erklärt sich selber, ja? Erst ging erstmal, um hier Leute anzukarren, machen wir erstmal Gegenbewegung oder erstmal nur dagegen, damit viele kommen. Und kannst du dir immer noch überlegen, was dann hinterher in deinem Brief steht, oder? Oder nicht? Erstmal Occupy ist Occupy. Ja. Und zwar, das hier, so, vor allem solange wir noch keinen Konsens haben, ist das hier eine Veranstaltung, wo jeder mit seiner Meinung auftritt. Wichtig ist, dass man genau wie du sagst, dagegen ist, dass es reicht. Ja. Und jeder, der der Meinung ist, dass es reicht und dass er was, dass er irgendwas dagegen tun muss, und wenn es auch nur ist, dass er seine Stimme oder seine Anwesenheit dazu beisteuert, dann ist er hier herzlich willkommen. Dann hat er hier absolut jedes Recht, wie ich hier blöd rumzublöden. Wir brauchen jetzt mal keinen Redeliste. Wer war von euch beiden zuerst? Ich glaube du, oder? Ja, ich würde das ein bisschen einschränken. Ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, wenn wir sämtliche Meinungen, die uns vielleicht auf den Lippen und auf dem Herzen brennen, die zu kommunizieren, die in irgendeiner Form dahin gehen, dass man Schaden anderen Menschen zufügt. Ich denke, wir sollten den Konsens haben, dass wir hier insgesamt eine friedfertige und liebevolle Veranstaltung sind. Und das fände ich, glaube ich, den besten Konsens, den wir erreichen können, indem wir, wenn wir alle das nach außen kommunizieren. Und dann können wir natürlich inhaltlich auch detailliert auf die Sachen, die uns persönlich berühren und wo wir auch Lösungsansätze sehen, noch weiter ausführen. Aber das sollte vielleicht mal bei allen auch irgendwie verinnerlicht. Okay, das war's. Kann ich kurz dazu nochmal fragen, ich bin da dicht dran. Wie gesagt, wir brauchen dafür Texte. Wer möchte Texte? Also klar brauchen wir früher oder später Flyer, aber ich meine, wir haben ja heute keine gemacht und morgen halt geht die Uni los und vielleicht sollte man einfach mit Schildern aufstehen, die können wir ja zur Not morgen früh davor machen. Ja. Also, das ist schon nicht schlecht, aber ich würde ja gerne wissen, eine Abstimmung zu haben. Wenn wir an der Uni stehen, dann kommen wir sowieso mit den Studenten ins Gespräch, das ist klar. Klar, aber es ist noch effizienter, wenn ihr was mit nach Hause macht. Ja, aber Flyer wäre Bonus. Oh, schon. Ja, also, aber du wolltest auch noch Text. Ich würde auf die Liste schreiben. Dann kannst du morgen auch einen anderen Text. Okay. Dann, da war noch jemand. Ja, ich wollte auch Text. Dominik. Also, ich natürlich auch. Ne? Helmut textet auch und Christian textet auch. Texte auch. Ich wollte noch eine kurze Nachfrage. Es gab irgendwie eine Flyer-Aktion aktiviert mit diesen 10-Euro-Scheinen. Ist da irgendwas draus geworden? Kommen Sie noch heute? Oder? Ja, also wir haben bei uns in Münster schon Haufen von den Dingern, also irgendwie noch so einen dicken Stapel mit jeweils auf dem DIN A4 Blatt 8 Stück. Die kriegen wir spätestens morgen, also in einem riesen Stapel von mit. Die sind jetzt zwar auf Zeitgeist Movement gemünzt, mehr oder weniger. Aber ich meine, es dreht sich halt um diesen Gedanken des Aktionsflyers. So, da liegt was sieht aus wie Geld und hebt auf und es ist doch nicht und ich sehe wieder was auf dem Boden und ist das jetzt Geld oder ist das irgendwie nur ein Stück Papier oder scheiße, es ist ein bisschen das Gleiche. Ist das denn hier kollektiv schon angekommen, dass es die gibt und das geplant? Also ich habe das auch schon mit dem Kumpel gemacht, auch einfach um zu sehen, was passiert, was die Leute so machen und ich werde auch noch welche mitbringen oder halt auch welche drucken lassen, weil mein Vorrat ist auch ein bisschen erschöpft. Wie du sagst, ist auch Zeitgeist Movement gemünzt. Wie stark ist denn darauf gemünzt? Neben die Filme draufstehen. Ja, da ist halt die Internetseite. Wollen wir das? Wie gesagt, aber daraus deswegen meine Einwände, also, weiß jeder, was die lassen sich natürlich doch verändern, was draufsteht. Hat jemand von euch? Ist das denn frei lizenziert, was die da gemacht haben? Darf man das einfach so modifizieren? Also rechtlich ist das irgendwie Creative Commons oder so? Nein. Also ich habe das auch als Vorlage zum Runterladen und ich habe da noch dran rumgebastelt, weil da halt mir Motiv nicht gefallen hat, was da drauf war. Und da habe ich halt eins genommen von denen, was da drauf ist, was mir gefällt, weil ich bin nun mal Mediengestalter und naja, dann bastel ich halt auch dran rum, so wie es mir dann am Ende gefällt. Ja, nur doof, wenn man dann... Aber man könnte theoretisch halt auch irgendwie statt Zeitgeist Movement oder so ja, genau. Halt auch hier irgendwas drauf machen, für Internetseiten.
Was du das dann trotzdem machen? Für sinnvoll halte bei diesen Scheinen da drauf, ist halt, dass die vor allem auch darauf gemünzt sind, unser Finanzsystem zu erklären. Also wie funktioniert das mit den Zinsen? Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Weil wenn das keiner kapiert, dann ist es eigentlich dann, ja, dann bringt das gar nichts eigentlich. Weil das muss man verstehen, überhaupt nicht. Wir müssen auch in diesen ganzen Foren viele Sendung mit der Maus Botschaften rübersenden, damit die Leute einfach, die auf diesen, du sprichst mit vielen Leuten, die sagen einfach, es ist mir zu schwer, ich weiß nicht, ist es Politik, ist es Wirtschaft, die sind nicht richtig im Bilde. Und bei YouTube werden die Sachen wirklich, die Sendung mit der Maus erklärt, da steigt sogar meine Freundin hinter, im Bett nachher noch. Und die sagt, das ist richtig. Ich kann sie doch nicht hören. Hört sie nicht. Nein, bis gleich. Kann ich, können wir dann sagen, wir finden diese Scheinaktion gut, aber wollen teilen, also finden wir die Scheinaktion zu Scheine verteilen, egal was da jetzt draufsteht. Also Geldscheine, ja, auf den Werbung für uns ist, um die Leute zu irritieren, als Flyer. Vielleicht wäre es nicht, schlecht, wenn wir das ganz kurz nochmal beschreiben, weil ich fand es halt, ich habe es nicht gekannt und ich fand es sehr, sehr gut, sehr interessant. Es ist halt so, dass die so zusammengefaltet auf dem Boden liegen und aussehen wie ein echter 10-Euro-Schein, wenn du nicht direkt darauf achtest, dass er vielleicht ein bisschen kleiner ist. Und wenn du ihn dann aufhebst und ausfaltest, ist da eine weiße Fläche in der Mitte, wo dann halt Text drauf ist, der in irgendeiner Form halt Zinssystem oder ein Zitat von irgendeinem Investmentbanker oder was weiß ich, der das halt auch alles ein bisschen konterkariert, was im aktuellen Finanzsystem so los ist. Und das finde ich halt eine ziemlich abgefahrene Geschichte. Es gibt dann auch vielleicht Leute, die es wieder wegschmeißen. Das hat mir... Entschuldigung. Chris doch? Nee. Chris auch. Chris, ne? Ja. Chris gestern halt so ein bisschen erzählt. Ich finde es halt von Konzept her super. Es ist halt die zwei Ebenen der Frage, wollen wir das überhaupt und wollen wir das halt dann auch noch unter diesen Voraussetzungen? Okay, wollen wir das mit diesem Schein Aufmerksamkeit auf uns erregen? Gegenstimmen? Ich wollte nur sagen, dass das mit Zeitgeist nicht gut. Ja, genau, darauf wollte ich jetzt kommen. Weil das da die Einkaufsstelle bietet und voll viele Leute denken, das ist jetzt mega die Verschwörung, Theorie und so und voll und cool. Das wollte ich sagen. Wollen wir die Zeitgeistscheine benutzen? Wollen wir Zeitgeistscheine benutzen? Nein. Ich will halt nur kurz dazu sagen, diese Scheine, die muss man sich halt so vorstellen, dass da nicht wirklich Informationen draus sind. Aber also es wird auf die Filme verlinkt. Ja. Das ist mehr Information als... Sonst kannst du ja auch Material von der Privatverteidigung. Aber ich meine, wir sind ja zum Beispiel auch von Zeitgeist hier und halt als Empörte. Also wir können die ja auch dann verteilen, wenn wir möchten. Ja, aber ja, das ist halt immer die Frage. Ja, in welchem Namen dann? Was die liegen auf der Straße. Ich meine, da kommt die Idee. Aber ich bin auch im Grunde halt dafür, die trotzdem halt zu verändern auf Occupy. Genau. Dazu, ich meine, wenn jetzt irgendwelche Leute aus dem Zeitgeist entschließen, hier in Düsseldorf zu welchen Aktionen zu starten und das zu machen, wer will euch das verbieten? Ja? Gar keine Frage. Die Sache ist halt nur, inwiefern wir die Vernetzung schaffen zwischen Occupy Düsseldorf und Zeitgeist. Und ich weiß nicht, also vielleicht, ich wäre dagegen. Also wir sind nicht der Zeitgeist, aber jeder Zeitgeistler ist hier willkommen. Und seine Aktionen, die können auch gerne bei uns Anklang finden, auf jeden Fall. Ja, ich wollte nur kurz sagen, weil du jetzt sagst, du hältst von Zeitgeist gar nichts. Ich weiß nicht so viel darüber, weil ich weiß, dass ich davon informiert habe, als die meisten Leute und die, also mit denen ich geredet habe, die davon gehört haben, dann ja, das ist richtig. Da kommt halt auch das schöne Wort differenzieren. Also ich habe alle drei Filme gesehen und der dritte Teil geht halt dann doch auch schon eher in die Richtung, warum wir hier sitzen. Im Gegensatz zum ersten Teil zum Beispiel. Wie gesagt, sehr differenziert muss man das auch sehen, was da drin vorkommt. Ja, ich denke, das spielt eigentlich noch gar nicht so eine große Rolle. Gerade auch noch die Frage, was für einen Namen wir das machen. Wir haben ja keinen richtigen Namen, mit dem wir das Ganze starten. Das heißt, wir können Leute haben, die das für Zeitgeist machen, die können Werbung dafür machen, wir können Leute haben, die verlinken, die sich mit Platten können. Auch wenn es überparteilich ist, das ist eigentlich vollkommen egal. Weil wir hier die gleiche Idee haben und die gleiche Idee auf unterschiedliche Art und Weise. Also im Endeffekt dreht es sich um die Inhalte und nicht um darum, was jetzt irgendwo für ein Label da drauf klebt. Also darf ich kurz zusammenfassen. Vorschlag, die
Zeitgeist scheine. Und der Occupy Düsseldorf, also wollen wir mal dazu, dafür? Dagegen? Unter Occupy Düsseldorf. Also die Zeitgeist-Scheine als Occupy Düsseldorf. Ja, nein, du meinst Geldscheine mit Occupy Düsseldorf. Das wäre mein nächster Vorschlag gewesen. Achso, okay. Dann also, das wäre mein nächster Vorschlag. Okay, sorry. Entschuldigung. Also, dass wir als Occupy Düsseldorf die Zeitgeist-Geldscheine mit Zeitgeist-Verlinkung darauf verwenden. Dafür? Dafür? So. Die Idee mit den Geldscheinen ist aber viel zu schön, um sie nicht zu benutzen. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Deswegen würde ich fragen, Occupy Düsseldorf Geldscheine zu benutzen. Ja, 100%. Dafür. Ach, warte. Alter, ey, mach mich fertig. Das war Kommando Pimperle, ne? Der Können sich die Leute, die als Texter jetzt aufgeschrieben wurden, Anon Pet vielleicht um den Text auf der Rückseite bemühen und unser Mediengestalter kann das vielleicht dann in die Tat umsetzen und morgen mal so einen Schein oder Scheine mitbringen und wir können dann über das Drucken irgendwie diskutieren. Ist ja auch eine finanzielle Frage. Also wenn du sagst ZDF, also ich muss halt immer eine Frage, weil halt auch ne, eine Geldfrage mit ihnen kommt, weil Schwarzfahren auf Dauer ist halt das Risiko, dass man auch irgendwann erwischt wird. Also ich weiß nicht, ob ich morgen oder Dienstag hier hinkommen kann. Aber wenn du sagst, am Mittwoch ist das ZDF, also Mittwoch werde ich dann auf jeden Fall mich hier blicken lassen. Und ich kann dann auch, jetzt die ich zu Hause habe, ich habe gerade gesagt, ich kann einstecken mitbringen. Mit dem Drucken ist so eine Sache, weil Vorder-, Rückseite in Farbe bedrucken ist halt auch wieder eine Kostenfrage. Oh ja. Das ist halt eine Sache. Ja. Wir haben jetzt immer nur eine Seite gedruckt und der Effekt ist derselbe. Es passt halt in die Mitte jetzt nicht so viel rein. Wir hatten da jetzt immer den Text, merkst du es, wie es dich regiert. Also, ja, man muss das auch gesehen haben, um das besser nachvollziehen zu können. Ich bringe am Mittwoch welche mit und dann. Kannst die sind schnell gemacht. Schneller geht auch vielleicht einen Link für. Achso, ja, ich kann auch mal ein Bild hochladen. Klar, kann ich auch machen, kein Problem. Du hast jetzt gerade was ein Problem, hier hinzukommen, weil du kein Ticket. Ja, ja, ist halt. Ist halt immer so eine Sache. Und ich bin ja auch bis zu 5 vor 5 also, jeden Tag. Würde ich auf jeden Fall zur Disposition stellen, dass wir ihnen dann ein Ticket organisieren. Also wir haben ja jetzt irgendwie... Ich hau morgen nochmal schwarz. Ja, es ist dringend. Du musst dann hinfahren, Verkehr gezogen bist. Also. Livestream. Hm? Ich muss nach Korschenburg. Ist doch egal. Nee, lass das doch mal in. Ja, du kannst dich nochmal melden dann. Aber danke für das Angebot. Das schon, aber passt schon. Ja, wenn ich morgen hier hinkommen soll, wenn ihr das wollt, dann kommt morgen. Stell die Link ab. Aber ich kann auch erstmal ein Bild machen. Vielleicht können wir was organisieren. Ja. Also wenn du morgen, oder wenn du Mittwoch auf jeden Fall da bist und wir morgen ja auch dann texten und du dann halt auch schon die Scheine halt quasi fertig machst und wir dann auch wahrscheinlich Flyer fertig haben werden, halt von den Texten her, oder dann könnten wir dir ja schon ein bisschen Geld mitgeben, um die dann auch wieder drucken zu lassen. Ja, oder du lädst ein Image hoch, wir lassen sie in Düsseldorf drucken. Entschuldigung. Ja, könnte sein, dass es hier in Düsseldorf, wer sich hier auskennt, etwas billiger war. Dazu kurzer Einwurf. Ich habe gerade vorgeschlagen, er hat noch schon notiert, dass wir eine Dropbox installieren. Wenn wir sowieso irgendwie eine E-Mail-Adresse einrichten, können wir die auch gleich als Dropbox anmelden. Das ist einfach nur, wenn du so willst, ein Ordner im Internet, wo jeder Daten reinschmeißen kann. Und ja, selbst wenn mal aus Versehen was gelöscht wird, aus Versehen, ja, kann man es immer noch wieder herstellen. Also da wäre die Möglichkeit, dass man dann so Files dann einfach in diese Dropbox reinwirft. Müsste man dann halt irgendwie da noch, weil zugangsfrei kann man die gestalten, meine ich. Ich habe auf jeden Fall auf meiner Mann-Server schon sowas Ähnliches, dass du halt über den Browser filtern kannst. Ja, wunderbar. Hauptsache es ist so einfach, dass es wirklich jeder, der in Firefox oder Internet Explorer bedienen kann, dass der es sofort nutzen kann, ohne erstmal die Seite in Funktion leben zu müssen. Das ist einfach gehalten worden. Ich würde noch mal anmerken, dass da nicht so, also auch selbst wenn es vom Zeitgeist studiert wurde, dass da keine große Ähnlichkeit gibt. Ansonsten, weil dazu hast du gesagt, dass es was Schönes, wenn viele andere Bewegungen uns zuarbeiten, aber weil wir eine riesige Mainstream-Bewegung werden wollen, finde ich es wichtig, dass es nicht mit irgendwelche anderen Bewegungen bevor belastet ist. Ja. Und uns irgendjemand dann in eine Ecke stellen kann, zu Verschwörungstheoretikern oder zu Parteien oder sonst irgendwo, weil das hier was ganz Neues ist
Und ich finde, das sollte total unvorbelastet durchgeführt werden von irgendwas anderem. Nee, ich finde die Arbeit. Ja. Ja, also ganz kurz dazu, aber ich meine, Scheine kommen ja davon. Also, wenn ja, nur, ich wollte sagen, dass halt auch. Wenn ich Scheine aber schon kenne, der wird das vielleicht eh zusammenwerfen. Und wenn halt hier größtenteils Occupy-Scheine liegen und dazwischen ein Zeitgeist-Schein, wird es wohl keinen stören. Abgesehen. Es ist ja eh nicht möglich, den Zeitgeist zu verbieten, die Scheine eben noch, die sie selbst erfunden haben, zu verwenden. Ich habe keine Chance. Das meine ich ja. Wenn du es machen willst, mach, aber red hier nicht drüber. Weil deine eigene Aktion ist hier. Also, ich bin ab morgen eh nicht mehr hier, oder ab übermorgen, aber das ist halt Quatsch, halt die Idee zu benutzen, weil das Blatt halt furchtbar. Vor allem, wenn man sich entscheidet, ob es so damit beschäftigt. Ja, das wäre jetzt eine eigene Diskussion, ne? Ja, wir haben noch eine Wortmeldung. Ich hab da mal irgendwie auf dem Geldschein so Stempel gesehen. Genau, man kann Geldscheine auch beschreiben. Ja, das also ist einfach Stempel. Und nicht unbedingt eine konkrete Adresse, einfach vielleicht mit Ortschaft. Ja. Geldscheine beschreiben, bestempeln und in Umlauf bringen. Hat da jemand Erfahrung mit? Weiß jemand, ob das illegal ist? Rechtslage. Ist illegal, kannst du machen. Also, ich hab's schon oft gemacht. Ja. Ist illegal, ne? Nein. Nein, ist illegal. Also, Nein, Quatsch. Blödsinn. Wenn du einen Geldschein als Eigentümer besitzt, dann bist du Eigentümer. Kannst du ihn auch zerstören, wenn du möchtest. Okay. Der ist aber auch nicht zerstört, der ist nicht unbrauchbar gemacht. Ja, also man kann mit Feinliner zum Beispiel kleine Texte draufschreiben. Die sind dann noch gerade entzifferbar. Kannst du sehr viel Text draufschreiben. Das ist eigentlich eine ganz coole Methode. Ja. Es gibt auch die Methode. Genial. Das ist genial. Also okkupiert kann das Geld. Kann sein, occupy the money. Ja. Okay. Das ist richtig gut. Ganz kurz, ich mache das auch schon eine Weile und ich kann diese Stempel empfehlen, wo man die Buchstaben selber zusammenstellt. Da kannst du direkt ein paar... Ja. Ist dann nicht mehr so eine Hexenarbeit. Sehe ich das richtig, dass wir zu einer generellen Diskussion über Zukunft, Ausrichtung und sonstiges übergehen würden? Was wir eben von... Mir ist noch was eingefallen, und zwar werde ich noch einen Kontakt aufleben lassen. Ich versuche mal, jemanden an den Start zu bringen, dass wir kostenlos drucken können. Das war im großen Stil. Also das hat wahrscheinlich auch Erfolg. Unbedingt. Okay, bevor wir in diese Diskussion einsteigen, weil ich leider auch, weil ich noch nach Hause muss heute in 5 Minuten wegen morgen Arbeit oder so auch abdüsen muss, bevor die Diskussion losgeht, würde ich gerne noch, tut mir sehr leid, sagen kurz, geht es auch schon dann um die Diskussion? Ja. Dann kurz vorher, können wir den Termin für morgen festsetzen? Wollen wir uns morgen nochmal so treffen? Also auf der Facebook-Seite steht, dass es jetzt jeden Tag um 9 Uhr. Aber ich finde das wichtig, das nochmal jeden Tag hier anzusprechen. Wollen wir das? Ja. Durch Vollversammlung. Vollversammlung um 19 Uhr. Das ist durch? Dazu nur eine Vollversammlung oder vorher noch eine morgen? Arbeitsgruppenaufklärung oder sonst irgendwie Prognosen, wie gerade irgendwelche Fortschritte sind. Das kann man ja eventuell abkürzen innerhalb von 30 Minuten oder so. Das, ihr wollt vorher, heißt das, du möchtest vorher ich würde sagen, dass man eventuell, sagen wir mal 15 Uhr oder sonst irgendwie, wo man dann halt nochmal alles zusammentragen kann, falls irgendwelche Problematiken auftauchen oder dass man da oder da irgendwo nochmal Vitamin B braucht. So dass man sich dann halt da gut ergänzen kann dann alles. Ich fand eigentlich heute die Struktur ganz gut, morgens, mittags, abends. Also das dreimal zu machen, dadurch hat man den Tag strukturiert. Einfach morgens nach dem Frühstück, irgendwann rufen wir uns relativ locker zusammen. Wer da ist, ist da. Und dann wird das über den Tag halt immer weitergetragen. Und wir können ja nochmal festsetzen, dass wir um 15 Uhr nochmal so eine Versammlung machen. Für die Leute im Lager und wenn jemand Lust hat und kann dazukommen, weil er Mittagspause hat oder weiß was ich was, ist da gerne eingeladen, dass die Zeit flexibel ist. Also Vortrag aktuell. Sehe ich merke gerade hier mit den Lebensmitteln. Was, bitte? Das merke ich gerade mit den Lebensmitteln hier. Wenn ihr euch Getränke nimmt oder so, oder Flaschen antrinkt oder sowas, ja, manche andere Leute haben da Probleme damit. Nehmt euch einen Zettel, schreibt da irgendwie Namen drauf oder so, dass Edding, die Sachen wieder Edding auf die Flasche. Weil wir schon so viel angebrochen hat, einfach dann, das werden wir brauchen Bürospenden, wenn jemand zu viele Kugelschreiber zu Hause hat, zu viel Blatt Papier, zu viele Filzstifte, zu viele Eddinge, zu viel Farbe, zu viel Pinsel, bla bla bla, alles herbringt. Kreide. Karteikarte. Karteikarte.
Dazu Becher benutzen. Also wenigstens von uns trinken eine Flasche auf Ex, vor allem so eine Wasserflasche. Becher benutzen und auch was im Büromaterial da ist. Also wer hat Becher mitbringen? Und wenn es, was weiß ich, was für Becher sind, irgendwo einen Spender leer schrauben. Sehr gut. Und dann kurz bevor wir darüber gehen, die Leute, die hier bleiben, bitte nicht vergessen, das Camp nachts fest zu machen. Also alles, was auf dem Tisch steht, dass dann nicht, wenn der Wind stoßt, dass hier morgen alles aufgesammelt werden muss. Und dann würde ich... Wetterbericht, morgen schönes Wetter noch ab Dienstag Regen. Ja. So, morgen. Und jetzt allgemein, es ist nochmal, jeder kann das Wort fassen, so Open Mic mäßig, zu allem, was euch das Herz begehrt, jetzt wahrscheinlich erstmal zur generellen Bewegung. Und ich klinke mich jetzt hier aus. Nee, ich wollte nochmal was Allgemeines dazu. Auf meine Chat, auf morgen Abend, das gibt die allgemeine Diskussion, wenn, weil jetzt hier auch schon voll viele gegangen sind und ich muss auch gleich nach Hause und so. Und ich glaube, das ist jetzt hier irgendwie nicht so der Zeitpunkt. Wollen wir das verschieben? Und zwar hattest du gesagt, du hast so Goldmünzen und mir ist da ein schönes Bild in den Kopf gekommen. Und zwar, wenn wir irgendeine Action vor der Börse starten, ich weiß nicht, kann man das so laut sagen? Ach komm schon, scheiß drauf. Nee, dass wir sozusagen den Zuweg zur Börse, die Dinger einfach auf dem Boden auslassen, dass wir eine Art goldenen Teppich haben. Dass wir einen goldenen Teppich haben, dass jeder, der da rein will, über das Gold auf der Straße laufen muss. Also da rein. Ich bring morgen so ein paar Requisiten mit. Ich habe noch so große Säcke, wo so dick Deutsche Bundesbank draufsteht, wie man sich so Geldsäcke vorstellt. Ich habe noch ungefähr 12.000 Plastikgoldmünzen. Ich habe irgendwie 6 Aktenkoffer noch. Alles, was man sich so unter Finanz... Theaterstück gegen die Finanzwelt gemacht 2007. Und das ist also ein bisschen ich das gerade eben auch zum ersten Mal von. Ja, das ist mir auch vorhin erst eingefallen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich das kundtue. Die Idee, weil ich die vorhin hatte und ich finde die eigentlich ganz schön. Aber das wäre dann was das für die alles unter die Gruppe Kreativ und Aktion. Also wer da noch so Ideen hat, wir werden das dann irgendwie planen, dass man da so Performances oder sowas weiß. Ich. Eine Info noch aus der Assemblée aus Mittag, ich glaube, haben wir noch nicht gesagt. Camp haben wir uns auf ein absolutes Alkohol- und Drogenverbot geeinigt. Also wer was konsumieren möchte, soll dann bitte zumindest das Camp verlassen. Spazieren gehen. Nochmal zur Diskussion, die wir jetzt eigentlich machen wollen. Also ich denke, wir können ja ruhig schon mal anfangen. Da muss ja jetzt kein Endergebnis mehr rauskommen. Aber die jetzt Bock haben, jetzt haben wir Zeit heute Abend, vorhin hatten wir keine Zeit, als wir was angesprochen hatten heute Mittag. Wenn ihr da irgendwie ein Protokoll zu haben wollt, der Diskussion, dann müsst ihr das jemand anders machen, weil ich habe jetzt noch so ein Abend. Also, und ein Moderator genauso, also, oder es geht ohne Moderator. Hat jemand einen Ball dabei oder einen Wollknäuel oder Wurfball. So? Wurfball! Redeball! Nochmal eben eine Frage zu dem Protokoll. Namen generell nicht mit anderen Fett, ne? Oder sagt dir jemand, klar, kann ruhig da stehen? Mein Name kann er nicht. Okay. Vorname. Es kommt halt darauf an, wo er dabei ist. Wenn der Presseabteilung, was weiß ich, Name drinsteht, ist das was anderes, als wenn da drinsteht, was auch immer wir vorhaben. Ja, klar. Genau. Das hat Benzin und Gas. Also, weißt du, also lösen wir dann jetzt erstmal die Runde so grundsätzlich auf. Und wer jetzt halt weiter diskutieren will, kann halt weiter diskutieren, aber nicht mehr in Assembler. Also wir gehen sozusagen zum informellen Teil über, ja? Richtig. Gute Nacht, halt bis morgen Abend.